Happy Birthday, Nancy. Happy Birthday to you. Und es ist mal wieder soweit. Nancy hat Geburtstag und ich spiele Minecraft. This video is for the lab. For whom included? Das ist irgendwie, ja, fast schon Tradition, könnte man sagen. Ding, machte es. So, Musik machen wir auch wieder an. Es ist immer noch die gleiche. Es ist immer noch der Unaussprechliche mit seinem tollen Mix. Wie heißt er? Fair Cervantes. Sieht auch ein bisschen Fair und Cervantes aus. So, spielen wir weiter. Tut mir leid, dass das eben so abrupt endete. Vielleicht haue ich da auch noch einen Kommentar mit ran an die Folge. Warte mal, ich könnte meinen Dings hier mal richtig machen. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Jetzt spreche ich gar nicht ins Mikrofon. Hört ihr mich noch? Ja, jetzt. So, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, wie das hier steht. So, so ist besser. So spreche ich auch besser ins Mikrofon. Popschutz. So, besser ins Mikrofon. Ja, ich glaube. Ne? Ja, sieht gut aus. Die Pegel sehen gut aus. Wir haben immer noch viele Viecher, viele Schafe und so weiter. Wir verlieren keine Zeit, sondern machen einfach weiter. Wir haben noch 5 Seeds. Die pflanzen wir hier hinten mal schnell ein. So. 5 Seeds. Ist das hier schon fertig oder ist das schon wieder verdorrt? Nee. Verdorrt. Na, warten wir noch ein bisschen. Aber wir haben 4 Seeds rausgekriegt. Das heißt, das war besser als beim letzten Mal. Da haben wir nur einen rausbekommen. So, jetzt haben wir. Jetzt können wir Kühe horny machen. Ja, machen wir das gleich mal. Kühe horny machen ist sowieso immer das Geilste. Horny Cows. 1, 2. So, und das war's. Dück, dück. Eine kleine Kuh. Mann, ist das voll hier. So. Jetzt bin ich hier oben schon. Wir müssen die Weide hier noch erweitern. Hier nach rechts rüber. Muss mal gucken, wie ich das jetzt baue. Ich glaube, darauf habe ich gerade mehr Bock als auf die anderen Sachen, die mir vorgenommen hat. Also auf jeden Fall haben wir jetzt Holz. Holz haben wir schon mal da. Und die, Weizen. Wheat. Der Weizen kommt hier mal rein. Wir könnten das hier unten so Holz vertiefeln. Warte mal, mach mal einfach mal. Wir haben ja jetzt genug Holz. So. Mach mal einfach mal. Ich hoffe, mir bricht jetzt nicht gleich Wasser rein. Nee, sieht gut aus. Ach, rauslaufen kann ich nicht, weil das ist ja jetzt hier eine halbe Höhe. So. Ja. So, Holz vertiefeln. Dann nehmen wir das mal weg. Genau, eine Workbench. Die Workbench wollten wir ja hier mit hinsetzen. Irgendwo erstmal. Erstmal dahin. So, und dann wollten wir noch. Was wollten wir noch? Wir wollten noch Holz machen. Machen wir einfach mal Holz. Ne? 16 wären toll. 1, 2. Ach nee, wir wollen nicht ganz 16. Wir wollen 15, weil 3 haben wir ja schon. Haha, 63. Ja, da freue ich mich. Mathematische Höchstleistung zu später Stunde, ey. So, machen wir da volles Holz. Dann machen wir Planken. 4. Machen wir wieder Holz. 1, 2, 3, 4. Genau, und dann wieder volles Holz. Das ist super. Symmetrie for the win. Abgestützt und obendrauf ist dann Stein. Na, eigentlich wäre es andersrum cooler, aber man gönnt ja sonst nichts. So, packen wir da nämlich noch Fackeln ran an die Dinge. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch toll aus. Obendrauf müssen wir noch ändern. Ah, das ist so ein Stil mit 4 und ja, das ist gut. Könnten wir da hinten auch machen. Das sind 7. Das heißt, wir machen da in der Ecke wieder Holz. Naja, machen wir später. Ja, jetzt natürlich da unten weniger Licht als oben, aber es reicht ja. Ne, das soll ja hier nur wachsen können.
Weil wir hier keine großen Experimente machen. So, und wie viel geht das hier noch rüber? Das geht 1, 2. Dann gucken wir mal hier rein. So, zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. 5 ab der Ecke. 5. Das heißt, wo ist die Ecke? Genau, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier müssen wir durch. Um es zu erweitern. Ja, da ist Dörte. So, hier gleich eine Fackel setzen, damit wir auch wieder was sehen. Ja, Happy Birthday to you, Nancy. Jetzt haben wir ja hier eine Workbench stehen. Mann, ist das praktisch. Wie konnte ich nur ohne diese Workbench leben? Machen wir Eisenschaufeln. Wir haben nicht so viel Eisen, ne? Wir brauchen eher eine Iron Pickaxe noch. Als Schaufeln. Schaufeln machen wir erstmal mit Stein. Das ist. Anderes fühlt sich so verschwendet an. Also auch wenn es nicht wirklich verschwendet ist, aber es fühlt sich halt so an. Darum müssen wir noch Bäume pflanzen. Na, schauen wir mal, wie wir das alles machen. So. Müssen wir ja noch die Portal Gun wieder nehmen, um die Steine zu save. Ja. Da sind wir schon da. An dem Pfosten. So, da kommen sie jetzt noch nicht durch. Das ist gut. Aber wir sind in der richtigen Höhe unterwegs. Nur die Frage. Hier können wir mal schon mal gucken. Hallo, Kuh. 1, 2, 3, 4. Ja, fröhliches Steine abzählen mit Mu. Mal wieder. Ja, die Banished-Aufnahmen. Ey, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade schaffen soll. Banished ist gerade irgendwie so rein zeitlich schwer. Ah, okay. Ah, hier sind wir in der Ecke. Gut, also wenn wir es erweitern wollen, müssen wir hier einfach weitergehen. Das heißt, ich muss hier Steine umsetzen. Genau. Süppe, Süppe, Süppe. Okay. Der bleibt. Süppe. Sippe, 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 Sippe. Ah, jetzt verschwinden die schon wieder komisch hier. Wo ist er denn? Da ist er. Ah, so, rein. So, so sieht's gut aus. Dann haben wir den unteren auch noch weg. Genau. So, das heißt, das ist die Höhe hier. Also auf der Höhe gehen wir jetzt durch. Ja, die müssen wir auch rausnehmen. Und die müssen wir auch rausnehmen. Wir machen ja eine Dreierhöhe für die Räume. Das heißt, wir müssen die ganze Ecke hier neu machen. Ja, bauen wir uns erstmal hier eine Fackel hin. Na, vielleicht da. Genau, der Stein muss ja sowieso noch weg. Dass wir hier einfach nur ein bisschen Licht haben. Und wenn wir das hier bauen. So, und jetzt müssen wir wieder mal mit Portal Gun, nicht mit der Fackel. Genau, die Steine hier umsetzen. So, und dann hier hoch an die Decke. So. Den nehmen wir auch hier hoch an die Decke. So. Und den nehmen wir auch hier hoch an die Decke. Genau. Und den hier nehmen wir auch hoch an die Decke. So, machen wir die Fackel ab. Und dann kommt da. Da warten wir hoch an die Decke. Genau. Na, ist das nicht toll? Portale sind schön. So, und jetzt kommen wir auch noch in das Haus. So. Blödes Dirt wegnehmen. Dann die Portale. So. Und da erstmal eine Fackel setzen an die Wand. So, die bleibt hier auch.
den Stein können wir auch uns gleich mal klauen. Ne? Stein klauen ist immer gut. Praktisch angewandter Steinklau. Es wird draußen wieder Tag. Die Zombies ächzen und stöhnen. So animationstechnisch ist es jetzt noch nicht so ganz auf der Höhe, das Mod, ne? Wir ziehen uns die Steine hier schon mal rüber, bevor wir sie kaputt machen. Ja, wir brauchen bestimmt noch genug davon, um hier dann entsprechend vorzugehen. Ich werde jetzt immer lauter und leiser, weil ich langsam vor und zurück slide vom Mikrofon weg. Das ist jetzt nicht ganz so die beste Sache, die ich jemals getan habe, aber geht gerade leider nicht anders. So, ja, der ist gut. So. Die kommen auch noch raus. Kies für Wege können wir auch wieder machen. Alter Minecraft-Standard, den wir auch wieder frönen können. Ach ja, morgen werde ich sowas von müde sein. Meine Frau hat mich auch gerade darauf hingewiesen, dass es irgendwie eine coole Idee ist, dass ich ohne Webcam aufnehme. Weil ich sehe ja so fertig aus. Ist nicht schön. Das muss Liebe sein. Aber war ja auch wieder ein anstrengendes Wochenende. Ich stand wieder auf der Leiter. Um nicht ganz, um ganz genau zu sagen, circa, wie hoch war ich? Circa 4 Meter irgendwas über dem Boden. War ich fröhlich dabei und habe meine ersten Lampen auf eine Rigipsplatte gedübelt. Rigipsdübelei ist halt auch kompliziert. Muss ich ja sagen. Das ist anders als normalen Dübel reinschrauben. Vor allem darf man das nicht also man darf wahrscheinlich schon, aber ich habe es nicht gemacht. Man darf das nicht so, man kann es nicht so einfach mit Akkuschrauber machen. Man merkt nicht so ganz, wenn man den halt, also den Punkt hat, wo es zieht. Man sagt ja mal, es zieht. Na, die Schraube zieht. Soll heißen, sie ist entsprechend fest in den Dübel reingegangen und hält auch die Lampe dann. So, na, ich werde auch langsam zu so einem richtigen kleinen Portalfuzzi, oder? Findet ihr nicht auch? Ich finde schon. So, da kommt eine Lampe hin, da kommt keine hin. Da kommt eine Lampe hin und da kommt eine Lampe hin erstmal. Wir müssen ja noch diese Träger dann machen und so weiter. Müssen wir alles. Ich wollte jetzt bloß erstmal ein bisschen ausleuchten, dass wir hier nicht so im Dunkeln vor uns hin munkeln. Müssen wir nur noch das Maß von drüben wieder feststellen und dann entsprechend zack. Ja, es spart schon Ressourcen, ne? Das ist, ich bin immer noch beeindruckt, wie viel Ressourcen es spart. Vor allem, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt mit diesem Blödsinn hier. Mit dem Setzen mit der Portal Gun funktioniert das auch einigermaßen fix. Also am Anfang war es ja sehr fummelig. Aber jetzt finde ich, bin ich ja schon auf einer annehmbaren Geschwindigkeit dabei. Also dass man wirklich davon sprechen kann und sollte, dass man Zeit gespart hat. So. So, hoch. Genau. Ist hier wieder der Ton an in Minecraft? Deswegen ist das so ein Gegrusel. Oh, ey. Und ich wundere mich die ganze Zeit, was hier los ist. Warum die Musik so komisch ist. Nein, ausmachen wollten wir sie nicht. So, mach mal ein Ditch lauter. Es tut mir leid. Also ich bitte die Audioqualität zu entschuldigen. Vielleicht sollte ich das auch nochmal vorne dran schneiden, wenn ich dann schneide. Es tut mir leid. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es ist wieder, ich gehe durch zu viele Minecraft-Versionen durch. Ich muss denen mal doch eigene Settings-Files geben. Ich war so stolz auf mich, dass ich alle Minecrafts mit der gleichen Settings-Datei betreibe. War vielleicht doch auf lange Sicht keine gute Idee. Aber dadurch passiert das immer wieder. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie die andere Geschichte, die mir da bei Banish passiert ist, dass die Aufnahme nicht da ist, weil ich einfach zu blöde bin. Also, das war definitiv noch schlimmer. Aber ja,
So, jetzt holen wir uns hier mal den ganzen Kies raus.